Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einer Folge. Ich habe den Sendeplan durcheinander gebracht, das tut mir aufrichtig leid. Es musste aber sein. So, Kampagne Yu-Gi-Oh! GX, es geht weiter mit was auch immer wir das letzte Mal gemacht haben. Weltvergangsduell. Die Umkehrduelle habe ich, glaube ich, alle schon gemacht. Jawohl, sehr schön, das mache ich dann in Zukunft offscreen. Also die, die ich nicht beim ersten Mal verstanden habe, in der Folge trotzdem probieren wir es jetzt mal. So, das Feld der Schreie. Oh Gott. Die zweite Schattenreiterin Kamula besiegte Dr. Crowler und Zane. Sie nahmen beiden ihre Geisterschlüssel weg und schloss ihre Seelen in Puppen ein. Es lag an Jaden, diesem Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Wenn Zane Truesdale verliert, der Obelisk Blue Liebling. Naja. Okay, Kamula, ich bin hier, um die Seelen meiner Freunde zu befreien und ich werde nicht ohne sie gehen. Um ehrlich zu sehen, mein Lieber, wirst du nie wieder hier weggehen. Keiner von euch wird das. Mach dich bereit, Kamula, und ich meine bereit. Wenn jemand deine Freunde duelliert und dabei ihre Seelen in Puppen verwandelt, bekomme ich echt schlechte Laune. Und lass mich dir sagen, das ist mir egal. Vielleicht wird das ja deine Meinung ändern. Nee, das glaube ich ja nicht. Blutäugiger Meteoreinschlag. Ja, gut. Generation 3. Lalalalala. Mal gucken, was mal rauskommt. Pack-Openings und so. Punkte investieren. Machen wir nach der Generation, nach der Staffel, also Generation 2, dann mal wieder Draft und sowas. Wäre ohne Option. Und ich mache das offscreen mal, gucke, wie weit ich komme und erzähle euch dann hinterher davon. So, als erstes spiele ich freundliche Wohltat, die in meinen Decks ja immer verboten ist. Frechheit. Drei Karten sehen, zwei Karten abwerfen. Was? Werfen wir ein schönes ab. Ich hätte fusionsweise spielen sollen. Egal. Wir haben schon eine Fusionskarte. Und dann spiele ich den Deck. Und wenn du meinst, fürs Erste. Gott, ist das ein mieses Deck. Ich hätte fusionsweise spielen müssen, weil ich dann eine Fusionskarte gezogen habe, die ich abwerfen könnte. Und meine Karte weniger im Deck, die sinnlos ist. Nein, verdammt! Das sind genau die Karten, die ich überwiegen. Das ist eines meiner Karten im Deck. Was ich an Duellen schon mit der Karte gewonnen habe. So. Jetzt bin ich dran. Los geht's. Fusion, ha. Den könnte ich auch, aber ich nehme natürlich Flammenflügel mal. Wegen seines nicht zu verachtenden Effekts. Ich spiele zuerst die Fusionskarte und nicht Fusionstor, weil die sonst aus dem Spiel entfernt werden. Und ich will mit dieser Fusionsrückkehr-Dingsbums, die vielleicht Fusionsrecovery, was auch immer. Die vielleicht nochmal irgendwann zurückholen. So, jetzt gucken wir uns erstmal an, was wir haben. Monster von Zombie halt nur während der Schaden 500 Angriffspunkte. Mhm. Einmal pro Spielzeug, wenn Karten vom Deck des Gegners Friedhof legen, wähle eine Karte vom Spielfeld. Lege ein Fenster beim Pirmons auf deine Hand oder Friedhof. Aha, dann haben wir jetzt. Ist völlig wurscht. Und los geht das hier. Und du verlierst die Angriffskraft deines Monsters von deinem Lebenspunkt. Deswegen ist der Flammenflügel eigentlich so eine eigentlich overpowered. Ne? Den müsste man ja bloß ein bisschen stärken. Und dann geht's runter. Zombie-Meister, was willst du denn jetzt schon haben? Ah, klar. Oh, das Blutmoos nehme ich. Das habe ich schon angenommen. Zauberkarte. Mhm. Na, welche Zauberkarte schmeißt man jetzt in den Müll? Wie wär's mit Terraform? Die werde ich jetzt eher nicht brauchen. Das müssen wir noch ein Zombie. Gut. Ja, super. Damit kommen wir hier nicht sehr weit. Ich ahne schon, wir werden gleich nochmal mit unserem Deck antreten müssen. Das dürfte besser abschneiden. Obwohl diese Zombies mit den Zerstörungseffekten und Wiederbeschwörungen war. Oh oh. Ja, Gott sei Dank vernichte ich keinen Karten. Gut, das, ja. Sehr schön. Vier Monster und kann trotzdem nichts machen. Wir sind dem Ziel übrigens immer noch nie sehr viel näher gekommen an der Stelle. Aber gut, uns bleibt ja nicht viel anderes übrig. Wir opfern Clayman und Burst Tinatrix. Woher die bloß ihren Namen hat. Von den berstenden Flammen. Bestimmt eh nicht. Hier ich nicht, ich spiele es im Verteidigungsmodus. Bin ich mir auch egal, so.
Angreifen nur, wenn der Gegner kein Monster hat. Okay. Ist halt ein Verteidigungsmonster. Du kannst dir so viel holen, wie du willst. Das ist mir völlig wurscht. Nein, es ist mir nicht wurscht. Da geht der Erfolg in diesem Fall hin. Nicht auf das Spiel, die von allen Dingen der Welt. Fallenkarte. Na, mal gucken. Ja, die vielleicht nicht. Die brauche ich jetzt nicht, weil ich habe kein Monster. Danke. Ohne Macht des Spiegels sind bedroht. Ja, das war's. Ich bin hin so. Danke. Was? Guck mal, die lange Fackeln. Verloren. Achte auf Vampirkönigreich. Mhm. Wirklich? Ich bin drauf gekommen. Ich habe gerade den Vampir drauf bekommen. Auch schön. Wir überspringen das Gequatsche und nehmen mein Deck. Danke. Ist das jetzt das Richtige oder? Keine Ahnung. Werden wir gleich sehen. Mein Deck. Also Hand. So. Ist übrigens immer so. Normale Schere, ne? Ansonsten Papier und ansonsten Faust. Umkehrduelle. Kicken und so. In ihrem Deck will ich nachher auch antreten. Sehr schön. Boah, ist das schön. Wieso habe ich Gehirnwäsche in dem Deck? Weil ich sie gar nicht habe, oder? Oder nicht drin gedacht habe. Für Mario Garset wäre das nun wirklich ein Ultra-Drachen nehmen, Opfer, Mario Garset, 9000 Angriffspunkte. Das ist natürlich die einzigste Fallenkarte, die ich gegen die nicht spielen sollte. Ich mach's trotzdem. Aus reiner Neugier. Tschüss. Karte, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Gehen jetzt mal keine Risiken ein, sondern spielen Trance, den magischen Schwertkämpfer. Ich habe ein Monster mit 2600 Verteidigung, eins mit 2600 Angriff zu spielen. Auch nicht unbedingt das effizienteste, aber egal. Weiter geht's, los geht's, angreifen, tot machen, fertig. Easy im Kampf. 500 Angriffspunkte kommen. Und der übrigens auch. Was wird das jetzt hier? Oh oh. Aua, aua, aua. Der tut doch nie. Tu, dann haben wir beide 500 Angriffspunkte zusätzlich. Nur ich habe sie immer. Gut auch. Nein, ja. Das wird sein. Das will ich bestimmt nie beschwören. Oder ich beliebiges Monster beschwören kann. Ich habe keine Ahnung. So, ich krieg das hier vermutlich. Ja, ist ja gut. Schade, ich dachte, ich kann auch jetzt. Ja, guck mal, ich zeig dir mal meinen lustigen Käfer, dafür kriege ich 500 Lebenspunkte. Nützt mir jetzt mal überhaupt gar nichts, aber okay. Achso, das ist ja. Okay, dann. Ach, das war schon. Schneide immer noch nicht besser ab. Oh Mann, ist das deprimierend. Ich kämpfe trotzdem nochmal mit meinem Exemplar. Gerade aktivieren können, jetzt hat er auf GP. Das, wie hoch ist die Chance, dass ich eine brauchbare Karte in der nächsten Runde gezogen hätte? Wir sind alle, die ist gleich 0, also los nochmal. Das ist für einige jetzt schon zu langsam, für die anderen wahrscheinlich schon wieder viel zu schnell.
Problem, wenn man dann sehr viele Monster mit aufwartet und so, ne? Und nichts zum Spielen. Ah, Ektoplasma. Bringt mir jetzt nicht unbedingt viel, aber okay. Ich fange mal damit an. Dann spiele ich natürlich logischerweise noch kein Ektoplasma. Was ja auch gefährlich ist, nach hinten losgeht, wenn der Gegner seine Monster opfert und mir die Lebenspunkte abzählt. Dankeschön. Jetzt wird's richtig fies. Ich krieg Lebenspunkte. Ich kann ruhig opfern, was mehr haben. Hab ich hier gerechnet. Opfert Vampirlord und Vampir Genesis Zuschauer. Spielt Monster Animation und holt sich Vampir Lili wieder. Geht lang. Und ich verliere noch mehr Lebenspunkte. Das Leben ist hart. Jetzt wäre dunkle Tür oder so angemessen. Spellings im Deck ist gerade nicht das Beste. Ich brauche halt wirklich mal irgendwann eine Karte, um Zauber und Effektmonster oder so zu vernichten. Mit dir, was soll ich denn mit Trick reichen? Den kann ich dann zumindest auch mal beschwören zur Abwechslung. Das ist schon mal ein Anfang. Ja, na klar. Und ich habe verloren. Gut. Wir wissen noch alle warum. Ich weiß, was die Karte kann. Danke. Und nochmal das Ganze. Zur Not, wenn das nicht klappt, schneide ich es raus, bis wir das nächste Mal gewonnen haben. Fertig. Darf das zu ändern? Ich nehme die Handmaster. Das ist mein Deck gewählt. Ich will nicht, dass da Jane Yuki steht. Kann ich einfach nicht sehen. Eins. Noch ein bisschen warten. Noch ein bisschen warten. Das können wir schon mal aktivieren. Das interessiert mich. Ich habe nicht vor anzugreifen. Jetzt dreht sich das Ganze ein bisschen. Noch nicht. Nein. Nein. Wen holen wir uns denn jetzt? Er bringt uns denn voraussichtlich gerade besonders viel. Oh, guck mal, was wir machen können. Wir können die auch mal holen. Aber nicht jetzt. So eine fiese Karte, wenn man es genau nimmt. Noch habe ich ihn eigentlich. Was hat er überhaupt drauf? Geht natürlich eine Karte in die Bibel, ne? Ihr seht, ob ein Friedhof gelegt wird. Finsternes Vampir oder Finsternes eine Vampirzauber. Okay, Vampir, irgendwas geht klar, ist mir egal, töten. Ja, jetzt verliere ich das Punkt, ist okay. Wir haben auch. Ob es einem gefällt oder nicht, ist mir egal. Erzeugt Lebenspunkte. Die Solo zählt. Dann setze ich noch eine. Weil ich Spaß an der Freude. Ich will, dass er mich erstmal angreift, bevor Neo-Tramador kommt. Und ja, man könnte theoretisch jetzt auf Ektoplasma rausnehmen und so. Nein! Ich verliere zwei andere Lebenspunkte. Und dann muss eine Fallenkarte abwerfen.
Die ist momentan die am wenigsten interessante. Das kostet mich wieder Lebenspunkte. Ich mit Leben. Und er verliert einen ganzen Haufen Angriffspunkte. Nämlich die Sensmonster. Effekt meiner Fallenmonster. Meines Fallenmonsters Schädelsuche übrigens. So, und jetzt könnte man noch die Maske da. Oder? Dann müsste er mich mit irgendwas anderem angreifen. Das würde das nochmal ein bisschen in die Länge ziehen, aber. Gehen wir mal sicher. Zack. Lieber Vampirlord, du greifst jetzt nicht mal an. Also opfert ihn mal einfach. Kostet ihn beide 300 Lebenspunkte. So, macht er mal. Jetzt hofft, hat er 500 Lebenspunkte, um eine Ratte zu verletzen. Diesen Effekt nutze ich jetzt aus. Auch wenn das eigentlich nur 300 Lebenspunkte kostet, aber das Schöne ist, ich hole jetzt erstmal die. Ich weiß, ich hätte den Elfenschwertkämpfer, wäre nicht besiegt worden, kostet mich aber trotzdem Lebenspunkte. Und er greift mich an, das allein kostet Lebenspunkte. Und dafür hat sich das schon gelohnt. Das kann er auch nicht mehr in meinem Team kosten. Also wieder 500 bis 1000 Lebenspunkte anzugreifen. Oh yeah. Da muss es nicht so. Ja, das lohnt sich jetzt schon. Ist zwar wieder 300 Lebenspunkte weg, aber lohnt sich nicht. Das ist das Gefährliche an diesen Karten. Wenn man sowas spielt, muss man wissen, was die Folgen sind. Das ist ein Risiko. Wo wir ein paar Duelle schon gesehen habt, das ist halt ein Risiko, dass man manchmal auch gewaltig losgehen kann. So, Monsterin. So ist es nicht die Welt. Nee, noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Bei dir bauen ziehen oder so wäre das was anderes. Dann sofort. Jetzt spielen wir uns halt so, das kostet uns jetzt gleich 600 Lebenspunkte. Vollkommen. Ich sage natürlich, wir spielen das ja. Ja. Weil die Hexe Schwarzen Waldes hätte den Effekt gehabt, jetzt noch ein Monsterkart aus dem Deck, die wir vielleicht noch hätten genug benutzen können, aber sonst. Da mein Gegner noch nicht angreifen kann, brauche ich mein Monster. Und wie gesagt, 600 hat es mir unterm Strich gekostet, 400 bringe ich aber auch zusätzlich drauf, also 1000 drauf, also plus 400. Ich habe mehr Lebenspunkte als vorher. So, beenden. Ne, brauche ich gar nicht. Warte mal. Nee, angreifen will ich nicht. Das lohnt sich ja nicht. Wegen dem verdeckten Monster nicht. Ist sowieso wahrscheinlich Vampir-Lady. Oder lässt dann leider was noch Schlimmeres. Ich bin dran und schon den Monster verteidigt. Das Siegel von Arikalkos wäre jetzt übrigens nicht recht. Weil der Unterweltler drüben, der auch ein Teil meines Decks war früher. Zombie ist das so, meine Güte. Nur gegen Krieger und Hexer gewinnt der Bonuspunkte. Also Synchro-Monster und Co. kann er bis zum Gebrechen spielen, das lohnt sich also in keinem Fall, aber was soll's. Kostet mich zwar Lebenspunkte, aber ihn auch. Das ist jetzt wichtiger. Oder sie. So bringt dieses Deck schon ein bisschen mehr. Zu schlecht. Okay. Hast du dich gerade mit dieser Karte ausgerüstet? Ich sollte wahrscheinlich fragen, wie und warum, aber ich will es gar nicht wissen. Das ist zum Kotzen. Okay, ich mach das mal nebenbei. So, das hat nicht sehr lange gedauert. Direkt das nächste Duell danach. War genau das, was man brauchte. Und wegen einer einzelnen Karte, nämlich die erbauend. So, übrigens, wenn er wieder zurückkehrt aufs Feld, hat er tatsächlich seine normale Angriffskraft. Ist mir aber egal. Tschö, wiedersehen. Und schon haben wir das Duell gewonnen. Boah, ein Duell und das hat halt ewig gedauert. Das Spiel ist vorbei. Endlich ist dieser Albtraum vorbei.
Zumindest dieser. Kamula war erst die zweite der Schattenreiter und das heißt, es sind noch mehr unterwegs. Ja, das, ja. Ein Ablenkungsgeld, das trifft es nun wirklich. Und, wie es sich gehört, aus Spaß und Freude, im Umkehrmodus. Mit dem eigenen Duell-Deck haben wir jetzt genug angetreten. Müssen wir nur noch das Duell-Umkehrmodus hinkriegen. Geschichtsdeck. Gucken wir mal, ob wir, ob Jane, oh, der wird uns jetzt wahrscheinlich mit einmal. Ja. Aber einmal muss es sein. Da hätten wir die 10 Minuten länger auch haben können. Haben halt. So. Wie Cocky kenne ich, ist meine. Insofern komme ich mit der Karte ganz gut zurecht. Mit den anderen Zombie-Dingern wahrscheinlich nicht, weil deren Effekte kenne ich nicht so auswendig. Was halt. Oh, schön. Ich fange an und spiele als erstes Topfdeck eine Karte, die ich nicht in meinem Deck haben darf. Frechheit. So. Mhm, nett. Das muss ich mir gleich mal merken. Komm mal, das. Du kannst einen auf den Monster, das ist der Gegner, ne? Das sind Hattrick höher, sind als die dieser Karte. Wo ist diese Karte damit aus? Wenn du keine Karte in deiner Feldzone hast und alle auf dem Monster, du kontrollierst, wenn du vom Typ Zombie sind, aktiviere einen Vampirkönig direkt von deinem Deck, dann kommst du einfach. Ach, ein Verteidigungsbrüder, du kannst mal Vampirmonster spielen, dann führt er von dir. Ja, wir haben noch keinen Sinnfriedhof, aber ich merke mir das mal. Vampirzahl. Ein Vampirkönigreich erhöht ja schließlich unsere Angriffskraft um 500. Wenn der also nicht 20 Fusionen gleich mal spielt, dürfte sich das für uns lohnen. Nö, jetzt warte ich bis zum Angriff, das will ich jetzt sehen. Hört auf mich zu fragen, ich will wissen, was der spielt. Karten, die ich nicht hatte, nur was nebenbei. Wieso, das geht gut los. Das ist Jane. Drei Monster. Oh oh. Alien, Bubbleman, Sparkman. Natürlich muss das gleich wieder rätseln. Greif mich bitte mit Sparkmännern, das wäre super. Oh Mann, das, warum bin ich, ja dann, wenigstens etwas. Ich weiß, so ganz lohnt sich das nicht immer. Und dann möchte ich, dass du mal ganz schnell fallen, weil du hast ja schließlich Macht des Spiegels und so. Genau. Alles Karten, die wir nicht hatten. Dann einfach nicht mehr den hier. Wir können ja noch was beschwören. Ja, dann nehmen wir den Mantel aus der Karte. Die freien Karte ist effektiv, als ich mache. Wen schicke ich denn auf den Friedhof? Ich habe keine Ahnung. Die nicht. Gerade deines Gegners auf den Friedhof. Lohnt sich alles nie wirklich? Egal, wir hätten den auch. Doof, 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 mach mal nicht. Da ist mir zu viel Zerstörung im Spiel. Hätte ich mir vorher überlegen sollen. Gilt das nur für offene Monster?
Dann ist mir nämlich ziemlich wurscht. Dann werden wir den direkt angreifen und vernichten wir dann eine Karte. Und nun los geht's. Direkter Angriff. Die Lebenspunkte. Jawohl, ja. Und deswegen wollte ich Fallenkarten auslöschen. Das ist, ja. Ja. Jetzt kaum haben wir das Deck. Wieso habe ich vor nicht einmal Macht des Spiegels gehabt? Oder irgendeine dieser Karten hier? Nein, ich kriege ein paar Fusionsmonster, mit denen man nichts anfangen kann. Vielleicht war ich zu kindisch. Okay. Dann die Angaben. Die da hinten. Nein, ich werde jetzt nicht angreifen, denn dann brauchen wir so. Ne? Aber wartet mal. Flucht. Nee, Karteffekt ist gut. Da nicht. Das muss man jetzt los. Dann machen wir. Das kann man nicht. Das wird jetzt aber die dritte Macht des Spiels gegeben sein, nur so ein Ball. Wir zerstören übrigens den Vampir. Aber recht, sehr schön. Dann haben wir auch das gewonnen. Und können jetzt ganz dringend Karten gewinnen, damit die Folge zu Ende ist. Nein, hier. Cyrus Truth Team. Hatten wir schon welche? Ich habe keine Ahnung. Also dreimal den. Los geht's. Die Void-Karten. Mhm. Zeibald. Oh Gott. Und die Zane Truth Steel Karten offenbar auch. Ambulance Void. Mann, einen ganzen Stapel von den Dingern habe ich Junior mitgegeben. 3 Tage später. Keine Ahnung, wo die Karten sind. Es ist, weil der gibt. Ich meine, mir geht es nicht mal um das Geld. Die Dinger habe ich seit Jahren im Schuhkarton aufgehoben, aber. Der Kleine hat was, das gefällt ihm, das hat ihm Spaß gemacht. Die sehen lustig aus, die Dinger. Da muss man das... Ich kein Kommentar. Zeichenwolf. Einmal pro Spielzeug. Du kannst die Attacke dieser Karte bis zum Ende des Spielzeugs zum Doppeln ihrer Kundenangriffs werden lassen. Mhm. Okay. Ja. Uphoride Kämpfer und ein Monster vom Typ Krieger. Zufälligerweise ist das Tempest. Zauberläufer. Falls sich diese Karte in deiner Hand befindet, du kannst 2 offene Zauberkarten auf dem Spielfeld wählen. Verbanne sie, falls du es beschwöre, diese Karte als Spezialbeschwörung. Eine von jeder Spielfeldseite. Interessant. Das ist nicht die schlechteste der Welt, möchte ich mal so sagen. Nochmal. Cybertal. Cyberfinsternis. Cyberdrache Unendlichkeit. Xyd-Monster gab es damals, aber kein Kommentar. 3 Lichtmonster der Stufe 6, also alle 3 Cyberdrachen. Für jede sind ja 200 Angstpunkte zu sehen. Okay, alles hat er so oder so schon mal. 2700. Du kannst einfach eine Monster noch eine Angstpunkte am Spielfeld wählen, häng es jetzt mal 2 an die Karte an. Hm. Wenn eine Karte eine Effekt hat, du kannst einmal eine Karte wählen, eine Effekt. Ja, der ist doch dann durchaus effektiv. Sacroid. Aber wenn du das kann ich dann nochmal.
Steffi, du kannst aber unsere Karte an den Affären präzisiert zerstören. Mhm. Geistungeheuer, Ulti, Kummelfalk. Kimmelfalkus, aha, Geister. Ja, gut. Und nochmal. Dritte, letzte Folge. Trommelwirbel, Daumen drücken. Truckroid. Seht ihr, die sehen nicht aus. Cyber-Ewigkeitsdrache. Was? Seele des Feuers. Breath of Light. Und die heißt doch noch Breath of Light. Könnte man die mal übersetzen oder so. Glutbeschleuniger. Oh, meine Pyrolex. Cyber-Reparaturwerkstatt. Räuber der Waffenkammer. Hm. Truckroid. Ja, gut, das war jetzt nicht alles so das ganz Große, aber mal sehen. Mehr davon in der nächsten Folge. Bis dann, Xenoth.